Hallo zusammen, ich möchte euch die Sternzeichenlegung für Widder aufnehmen für den Monat August. Ja, das ist eine Kollektivlegung, wenn es nicht resoniert, dann bitte ignorieren und alle Infos zu mir. Und persönliche Legungen sind unter dem Video. So, wir schauen für Widder, was der August bereithält. So, eine Hauptüberschrift, reiche Ernte, das ist sehr schön. Im August wirst du ernten können, es ist sehr bunt. Es ist sehr schön, es ist leicht und es ist wirklich ein Gefühl von Freude. Und das ist sehr schön. Der August könnte tatsächlich etwas bringen, auf das du lang gewartet hast. Aber wir schauen jetzt mit Orakelkarten für Widder. Widder, nicht Widder. Commitment, Verbindlichkeit. Wir haben etwas, was im August kommt, was wirklich verbindlich sein möchte. Etwas, was Bestand hat. Und etwas, wo verbindet. Wir haben hier auch die Taube auf der Welt. Vielleicht ist es auch sinnbildlich etwas, was für dich den Frieden bringt. Und noch zwei zusammen. Es braucht jetzt noch ein bisschen Mut, nach vorne zu gehen. Und ich glaube, noch einen letzten Heilungsschritt. Jetzt nehmen wir noch eine Karte dazu, weil die zusammen rausgefallen sind. Es kann auch gut sein, dass es um das Thema Liebe geht. Es kann auch die Selbstliebe sein oder etwas, was du sehr liebst. Das muss nicht Beziehung sein. Und ich glaube, um diesen letzten Teil in dir zu heilen, braucht es jetzt noch ein bisschen Mut, damit du mutig nach vorne springen kannst in dieses, ja, in diesen Herzenswunsch. Nennen wir das Herzenswunsch. Gut, jetzt nehmen wir Tarot und schauen. Okay, es kann doch Liebesthemen sein. Ja, wir schauen jetzt. Ja, es ist eine allgemeine Legung, deswegen nimmt es so, wie es resoniert. Es ist deine Entscheidung, in welche Richtung du fahren möchtest. Es ist immer wieder die gleiche Thematik. Du entscheidest, gehst du nach links oder rechts. Und manchmal brauchen diese Entscheidungen Mut, aber du wirst das im August auf jeden Fall machen, weil du möchtest zur Ruhe kommen, du möchtest in ruhigere Gewässer fahren, aber natürlich auch auf zu neuen Ufern. Und ich glaube, du hast alles zusammengesammelt, um jetzt in die neue Zeit zu reisen, zum neuen Ufer zu fahren. Gut. Es kann gut sein, dass es mit der Zusammenarbeit mit anderen zu tun hat, eben Arbeitsthemen, aber auf jeden Fall hast du den klaren Fokus. Du bist absolut bei dir, du bist fokussiert, du bist klar, du hast die Erkenntnisse, um frei zu sein und fliegen zu können. Wir haben hier die Adler, wir hatten vorher die Taube und ich sage jetzt ein Adler. Es geht darum, auch noch etwas zu verbinden, dass jetzt wirklich das Geschenk vom Universum kommen kann. Das ist absolute Stabilität und Sicherheit. Das ist etwas Schönes, ja, wo dir den Weg weisen wird. Wir haben hier nochmal diesen neugierigen Pagen drin, der alles anschaut, vielleicht auch nochmal diese Erkenntnisse verinnerlicht, den Fokus verinnerlicht und sich jetzt löst von dieser Abwehrhaltung. Da war eine Abwehrhaltung, du hast dich geschützt vor etwas, aber jetzt ist es wirklich Zeit, das ist diese Heilungskarte, Verknüpfungen, Verkettungen aus der Vergangenheit, negative Gefühle, Glaubensmuster, Verhaltensmuster abzulegen, damit dann als Lohn das Ass der Münzen kommt und das Ass der Münzen ist schon hier abgezeichnet und das möchte jetzt kommen. Wir hatten hier noch die Sechs der Kelche, was für Seelenverbundenheit steht. Wie gesagt, es muss nicht Beziehung sein, es kann auch eine Seelenverbundenheit mit einem innigen Herzenswunsch sein. Und das ist in den Startlöchern und möchte kommen. Und ja, auch bei dir, gut, die Komfortzone, sie kommt die ganze Zeit. Es ist nicht schlecht, sich dort drin auszuruhen, aufzuhalten. Und ich glaube tatsächlich, wenn dein schlechtes Gewissen ist, dass du keinen Schritt nach vorne machen möchtest, dann ist es einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ruh dich aus, bleib in deiner Komfortzone, weil da ist es komfortabel. Und auch bei dir, das Rad des Schicksals, es dreht sich, es kommt so, wie es kommen soll. Und ich glaube tatsächlich, wir haben sehr viele Weichen gestellt in der Vergangenheit. Und jetzt kommt das, ja, auf uns zu, was wir uns wünschen, was wir im Herzen tragen. Und das ist gut so. Okay, wir schauen jetzt weiter auf die einzelnen Orakelkarten. Wir schauen mal auf diese Verbindlichkeit, das Commitment, auf die Taube und den Adler.
Ja, das wird dich erfüllen, emotional erfüllen. Nochmal die Taube oben. Sie fliegt und hat das Ass der Münzen im Schnabel. Die Zeichen stehen auf. Emotionale Fülle. Geschenke vom Universum. Und das Gute ist, es wird zu dir gebracht. Du musst nichts machen. Und wenn du das Gefühl hast, es stagniert und es kommt gerade nicht, du hast diese Entscheidungen getroffen, links, rechts. Und jetzt ist es Zeit, dass es in dein Leben kommt und es wird kommen. Jetzt schauen wir mal, was du noch als letzten Heilungsschritt hier lernst. Für was du noch Mut brauchst. Ja, komplett in deine Unabhängigkeit und Stärke zu gehen. 9 der Münzen, eine selbstermächtigte Person, die nicht weniger gibt, wie sie bekommt, aber die weiß und darauf schaut, dass sie genug Ressourcen übrig hat. Und es geht jetzt darum, du musstest dir das hart erkämpfen, dass du auf dich schaust, dass du unabhängig und stark bist. Und hier nochmal dieser Adler, wo fliegt. Und jetzt geht es darum, das wieder zu vereinen, deinen inneren Frieden zu finden, dich nicht mehr so sehr zu schützen, weil ich denke, es war notwendig in der Vergangenheit, dich zurückzunehmen, nicht mehr so viel zu geben. Deswegen haben wir hier 2 der Schwerter. Aber jetzt merkst du, es ist immer wieder so ein innerer Konflikt, dass du nicht mehr ganz du selbst bist, und das möchte sich jetzt ausheilen, weil du hast jetzt alles zusammen als Magier, alle Elemente auf dem Tisch, um zaubern zu können, und du darfst wieder komplett eins werden, in Balance kommen und dieses Thema ausheilen und danach einen komplett neuen Lebensabschnitt beginnen. Und auch diese emotionale Fülle anzunehmen, die da in dein Leben kommen möchte, mit einer Verbindlichkeit, was immer diese Verbindlichkeit ist. Es kann auch die Verbindlichkeit mit dir selber sein, die Selbstliebe sein, deswegen schauen wir jetzt mal auf die Liebe. Ja, und diese Komfortzone, in der du jetzt bist, wird diesem gesamten Überblick weichen. Du wirst das nicht mehr als Rückzug empfinden, sondern wirklich als höhere Warte und beobachten, was da in deinen Hafen fahren möchte. Und wir haben hier die Zufriedenheit, und das ist gut, du bist zufrieden. Und du schaust dir eben an, was du hast, die Welt. Und vielleicht ist das schon ein Teil von der reichen Ernte, weil hier ist auch die Welt. Ich glaube, es geht darum, dass du anerkennst und stolz darauf bist, wer du bist. Und dass du sehr, sehr viele Gedanken, Sorgen einfach jetzt abschließt und zur Ruhe kommst. Weil wir haben hier diesen Menschen, der ausruht. Er ruht sich auf diesem Ass der Schwerter aus, und das hast du. Und du wirst jetzt im August immer ruhiger werden, immer ausgeruhter werden, immer fokussierter und klarer werden, damit die Geschenke, und das sind keine kleinen Geschenke, ein Ass der Münzen, ein Ass der Kelche in dein Leben kommen können. Gut, jetzt schauen wir auf die reiche Ernte. Ja, da ist noch so ein bisschen, ja, eine Hemmung drin. 5. Schwerter, sich selber im Weg stehen, aber tatsächlich ist es jetzt so, dass du, ich weiß nicht, warum ich das sage, keine Ahnung, du wirst als Sieger vom Platz gehen und mit 6 der Stäben wirklich siegen. Ich weiß nicht, was es für eine Situation ist. Ich weiß nicht, was es mit der reichen Ernte zu tun hat. Aber du gehst als Sieger vom Platz, hinterlässt vielleicht irgendwelche Menschen, die dir ja nicht wohlgesonnen waren. Aber du gehst hier mit 3 Schwertern einfach weg. Und 3 Schwerter sind im Kartendeck dieser Herzschmerz. Und es kann sein, dass dir dieser Weggang weh macht. Aber er wird dich gleichzeitig heilen. Deswegen haben wir hier diese Mut- und Heilungskarte drin. Ich suche jetzt die 3 der Schwerter, aber es wird so sein, dass es die letzte ist. Ja, wir haben den Mut und die Heilung und diese Karte mit 5 der Schwerter. Und es kann wirklich sein, dass du einen mutigen Schritt machen sollst, um diesen Kriegsschauplatz zu verlassen. Auch wenn es weh macht. Du wirst diese 3 Schwerter vielleicht in deinem Herz fühlen. Aber ich finde sie nicht. Es wird sich ausheilen und du wirst über diese Situation siegen. Gut. Jetzt schauen wir eine Engelskarte, was hier die Ergänzung ist. Und wir haben Engel der Zeit. Die schönste Zeit deines Lebens steht dir jetzt bevor. Alles Gute ist auf dem Weg zu dir. Die Bestätigung für das Ass der Münzen und das Ass der Kelche. Dazu gibt es nicht mehr zu sagen. Dann nehmen wir noch eine andere Botschaft. Für die Widder. Und wir haben der Engel der Schönheit.
Richte dein Bewusstsein auf die Schönheit in dir, auf deine liebenswerte Eigenschaft, deine Freundlichkeit, deine Hilfsbereitschaft und deine einzigartigen Fähigkeiten. Je mehr du auf sie achtest, desto weiter werden sie wachsen. Mache dir gleichzeitig die innere Schönheit bewusst, die andere Menschen ausstrahlen. Dein Engel wird dir die Fähigkeit schenken, dich bewusst mit den Menschen und Dingen zu umgeben, die dich positiv beeinflussen und deine guten Eigenschaften stärken. Gut, dazu sage ich nicht mehr viel. Und ich denke aber nicht, dass das eine Erinnerung ist, dass du das machen sollst, sondern dass es die Bestätigung ist, dass du auf dem richtigen Weg bist. Gut, ein Krafttier für die Widder. Der Hund, bewahre die Treue. Und ich glaube, das heißt tatsächlich dir die Treue. Damit du treu mit dir bist, dass du in diese Heilung kommst, dass du diesen Mut hast, der Hund, der Löwe, den Mut hast, diesen Schritt zu gehen, was immer dieser Schritt bedeutet. Gut, Lennemann für die Widder. Das bist du und du schaust auf diese Verwirrung draußen und ich glaube, das ist tatsächlich nochmal die Bestätigung. Du bist nicht verwirrt, du bist klar, du hast das Ass der Schwerter und du kannst das alles anschauen und beobachten und du weißt, für dich wird die Sonne scheinen. Ich denke, dass du wirklich in dem Glauben sein wirst im August, dass egal was im Außen passiert, für dich wird die Sonne scheinen und du hast diese reiche Ernte auf deiner Seite. Du wartest darauf tatsächlich und du siehst tatsächlich auch schon alle Masken wegen dieser Klarheit und dem Fokus. Aber das ist auch das, was dir immer wieder sagt. Ja, du wartest, du bist geduldig, manchmal auch schwierig als Widder, aber du erkennst die Masken, du weißt, wo die Sonne scheint, du weißt, wo es nicht gut ist und es steht alles unter einem guten Stern und du wirst das bekommen, was für dich dienlich ist, was für dich gut ist und diese reiche Ernte steht in den Startlöchern für dich und wird kommen. So, wir lassen das so stehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen August und bis bald. Ciao, ciao.